Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Whiteboard-Funktion in Zoom und wie wir über die Software und die mobile App da drin arbeiten können. Um das zu zeigen, schalte ich direkt einmal um in die Videokonferenz, die ich jetzt hier im Hintergrund schon laufen habe. Einmal mit mir als Host, einmal über eine Windows-Instanz, um zu zeigen, wie es bei Gästen, Teilnehmerinnen und Teilnehmern aussieht. Und einmal über die iPad-App, um zu zeigen, wie es auf einem mobilen Gerät aussieht. Und als erstes starte ich die Freigabe des Whiteboards, denn letztendlich ist das Whiteboard nichts anderes als die Freigabe eines weißen Screens, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bearbeiten, annotieren, kommentieren können. Ich klicke also auf Bildschirm freigeben, wähle das Whiteboard aus und schon erscheint jetzt bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine weiße Oberfläche, auf der sie nun arbeiten und kommentieren können. Als erstes muss ich aber sicherstellen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch überhaupt kommentieren dürfen. Und das kann ich hier über diesen schwebenden Balken, der bei jeder Freigabe dabei ist, klicke ich auf Mehr und muss hier sicher gehen, Beschriftung für andere aktivieren. Das betrifft übrigens nicht nur das Whiteboard, sondern sämtliche Freigaben. Um jetzt zu schauen, wie meine Gäste der Videokonferenz damit umgehen, schalte ich jetzt einfach mal in die Windows-Instanz von Zoom. Hier wurde, wie gesagt, das Whiteboard schon ja freigegeben und ich suche jetzt erstmal das Werkzeug zum Kommentieren. Und hierfür schaue ich jetzt erstmal hier ganz oben an den Bildschirmrand. Dort gibt es also einen grünen Balken. Sie sehen den Bildschirm von Tobias Albers Heinemann. Nebendran Optionen anzeigen und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kann ich mir Kommentieren auswählen und schon erscheint die Maske oder der Balken mit den verschiedenen Kommentierwerkzeugen. Ich kann zum Beispiel den Text auswählen und dann einfach hier mal in das Whiteboard reingehen, einen Text schreiben und Enter-Taste drücken und schon ist dieser Text für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Videokonferenz sichtbar. Ich habe jetzt nicht nur die Möglichkeit, Texte mit Buchstaben zu schreiben, ich kann auch, wie gesagt, mit einem Stiftwerkzeug kann ich hier schreiben. Ich habe verschiedene Stempel, die ich hier mit einfügen kann, Radiergummi und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann dann wirklich jetzt Brainstorming in meiner kleinen Gruppe machen. Jeder hat die Möglichkeit, dann etwas reinzuschreiben. Und jetzt schalte ich nochmal kurz zurück in die Ansicht für mich als Host. Und ich habe zudem die Möglichkeit, ich muss mal gerade hier wieder zurückschalten, auf Whiteboard klicken, dass auch ich die Werkzeugleiste habe. Indem ich auswählen klicke, kann ich nun das, was die Gäste in Whiteboard geschrieben haben, jetzt neu sortieren und gruppieren. Und wenn ich mit dem zufrieden bin, was ich jetzt hier sehe, kann ich das ganze Whiteboard als Bilddatei abspeichern. Das heißt, ich finde hier rechts den Button mit Speichern, kann hier auch noch mal auswählen als PNG-Datei oder als PDF-Datei. Und wenn ich auf Speichern klicke, wird es auf der Festplatte abgespeichert. Die Software Zoom sucht sich auf der Festplatte immer einen Standardordner. Bei Windows ist der in der Regel in den eigenen Dateien unter Dokumente und Zoom. Und dann hat jedes Meeting eine Datumskennung. Darin befinden sich alle Dateien, die runtergeladen werden. Also auch die Chat-Dateien, Whiteboard-Dateien und so weiter. Bei macOS ist es auch unter Dokumente auch zu finden. Jetzt schauen wir uns aber auch noch mal die Whiteboard-Möglichkeit auf einem Tablet an. Hierfür schalte ich jetzt auch noch mal auf ein iPad. Und hier ist die Funktion jetzt erstmal etwas versteckt. Ich muss mich erstmal einmal auf den Monitor tippen. Und dann sehe ich hier unten einen Stift. Und auch erst dann, wenn ich auf diesen Stift klicke, bekomme ich hier das Annotations-, das Kommentierwerkzeug. So viel jetzt auch erstmal zu mir zum Thema Whiteboard. Es ist eigentlich eine coole Möglichkeit, in kleinen Gruppen auch mal schnell Ergebnisse festzuhalten, diese abzuspeichern, dann im Plenum zu präsentieren. Nachteil ist, die Funktion steht für Nutzerinnen und Nutzer, die den Browser benutzen, nicht zur Verfügung. Das funktioniert also nur über die Zoom-App oder die Zoom-Software. Ansonsten schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Whiteboard findet, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Lasst uns mal darüber diskutieren. Würde mich sehr freuen. Ansonsten alles Gute, bis bald und tschüss.